Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Koch- und Backvideo. Heute gibt es ganz leckere Mandel-Vanille-Plätzchen. Das ist auch super easy gemacht. Dafür benutzen wir wieder den Gastromix von Asum, aber diesmal mit einem Knetaufsatz. Das heißt, ihr müsst eure Hände nicht dreckig machen für die Plätzchen, sondern das erledigt alles der Gastromix für uns. Und zwar, ihr Lieben, ist das dieser Aufsatz hier. Der ist perfekt als Ersatz für eure Hände. Und zwar, dann macht ihr euch gar nicht dreckig. Der knetet alles für euch. Wir geben jetzt alle Zutaten dazu und dann fängt er an für uns zu kneten. Hier haben wir unsere Zutaten. Wir haben Eier, Mehl, Mandel, der ist gemahlen. Dann haben wir Puderzucker, 2 Packungen Puddingpulver, Vanillezucker, Backpulver und Butter. Die muss aber zimmerwarm sein. So, wir geben jetzt alles nacheinander einzeln in unsere Schüssel. Und wenn alles drin ist, lassen wir den schönen Gastromix hier mixen. Die Reihenfolge ist eigentlich relativ egal. Aber ich gebe immer als erstes meine Butter dazu. Dann mein Puderzucker, Vanillepuddingpulver, meine Eier, mein gemahlenen Mandel, dann mein Mehl, Backpulver, Vanillezucker und den Rest meines Mehls. So, ich schalte den jetzt an und dann kann er beginnen zu kneten. Bevor ich mit dem Teig anfange, gebe ich hier noch meine Schutzkappe drauf und danach darf der anfangen zu kneten. So, mein Teig ist jetzt fertig und schaut mal, der ist richtig gut geworden. Also als ob man den mit der Hand geknetet hätte. Ich werde den jetzt rausnehmen und danach kleine Bällchen formen. Ja, und dann sind wir auch schon fast fertig, ne? Ich habe jetzt hier mein Blech mit Backpapier ausgelegt. Ich mache das jetzt hier einmal schön ab. Also man sieht sehr gut, man kann es richtig gut formen. Wenn ihr jetzt ein bisschen rausnimmt, macht ihr einfach so Bällchen. Das war's. So, ich bin jetzt fertig. Also ein Blech ist rausgekommen und so ein halbes fast. Ihr nehmt jetzt eine Gabel und drückt ganz einfach. Ihr drückt jetzt ganz einfach, bei jedem muss das so aussehen und danach gebt ihr das in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 20 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze rein. Ich habe jetzt einmal alle Kekse mit der Gabel einfach eingedrückt. Das kommt jetzt wie gesagt in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze rein und danach sehen wir gleich, wie es weitergeht. So ihr Lieben, hier haben wir jetzt die fertigen Kekse. Ich habe jetzt hier mein Backpapier ausgelegt. Jetzt tunken wir das in Schokosoße und in die Kokosraspeln. Ja, und dann, wenn das fest ist, da ist das auch alles verzehrbereit. Ich werde jetzt aber nur die Hälfte davon in Schokosoße tunken und den Rest lasse ich so, wie es ist. So, zu den leckeren Keksen gibt es natürlich einen Asum Ocker. Ich habe jetzt schon alles reingefüllt. Wir drücken jetzt einmal auf Start und dann macht er uns direkt unseren Ocker. Richtig lecker. Und mein Ocker ist übrigens von Palla. Ja, den verlinke ich. Ich verlinke euch den Online-Shop, da bekommt ihr nochmal 10% auf alles extra. Thank you.
So, unser Auge ist jetzt fertig. Was ich an dem Gerät liebe, ist, dass er sich selbst reinigt. So, der reinigt sich jetzt hier drinnen selber. Und danach spuckt er das Wasser aus und dann könnt ihr das rausziehen, einmal rauswischen. Das war's.